Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen, Jan, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und heute Nacht kann es themenmäßig wieder querbeet gehen. Das heißt, ich gebe kein bestimmtes Thema vor. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch bewegt, das euch in den offenen Talk Radio heute Nacht. 0130 2911, 0130 2911. 30 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, ich bin ehemaliger Grenzer. Ja. Und ich wollte gerne die Leute wiederfinden, die ich damals durchlassen habe. Also du hast Dienst geschoben an der Grenze DDR-BRD? Ja. Auf DDR-Seite? Ja. Ja. Was genau meinst du, die Leute, die du durchgelassen hast? Ich habe am 17.09.89, ja, da war ich A-Gruppe, das hieß damals so, das war, müssen wir hinfahren, wenn irgendwie ein Durchbruch da war. Die Leute, die ich damals glücklicherweise durchlassen habe. Das war noch ein Zeitpunkt. Nein. Ne? Wo es noch ganz nach der alten Mäßigkeit zu. Genau so war das. Ja. Ja. Wo genau hast du sie durchgelassen? Dedeleben. Wie heißt das? Dedeleben? Ja. Wo genau liegt das? Kreis Halberstadt. Ja. Beschreib doch mal die Situation, wie es dazu kam. Naja, nachts um, ich denke mal so um 2 rum. Mhm. Da ging die Hupe. Da mussten wir losfahren. Also Hupe heißt so eine Art Warnsignal. Ja. 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 Und dahin. Und da waren sie schon weg. Gott sei Dank. Die Leute, die Flüchtlinge. Ja. Ja. Und da standen wir hinter dem Zaun und haben gedacht, mal, wer war das denn? Ja. Es hing noch irgendwas im Zaun, so ein kleiner roter Fetzen. Aber ich denke mal, dass man die Leute mal wieder treffen muss. Dann hast du sie bewusst oder aktiv ja gar nicht durchgelassen? Nein, habe ich nicht. Du kamst oder ihr kamt dann einfach nur zu spät? Ja. Ja? Ja, Gott sei Dank. Wie haben die Leute das denn geschafft? Die Grenze war doch nun sehr, sehr extrem gesichert. Ja, die waren über den ersten Zaun drüber. Gab es da keine Minen? Nein, da gab es bei uns gab's keine Minen. Mhm. Und sind weiterlaufen, dann bis zum zweiten Zaun und dann drüber weg. Ja. Ihr habt nichts mehr von den Leuten gesehen? Nein. Ja. Wieso möchtest du diese Leute kennenlernen oder treffen? Tja, das beschäftigt mich schon seit den 6 Jahren jetzt. Ich möchte einfach mal kennenlernen, wer ja. es ist und wer es war. Aber du musst doch irgendein Anliegen haben, das dahinter steckt. Nö, eigentlich nicht. Was treibt dich denn dazu, dann so eine Suchaktion auch zu starten? Das ist keine Suchaktion. Naja, nur gut, aber so eine schon die Frage dann aufzuwerfen. Nö, ich möchte eigentlich mal kennenlernen. Warum nicht? Mhm. Was würdest du dann mit ihnen reden wollen? Über die Zeit, warum sie es gemacht haben. Ja. Hast du Verständnis für die Leute, dass sie ja. es gemacht haben? Ja. Ja. Habe ich immer gehabt, die ganze Zeit. Mhm. Würdest du diesen Leuten auch gerne erklären, warum du Grenzer warst? Ich bin gar nicht Grenzer geworden. Ich musste Grenzer werden. Aber es gab doch auch Möglichkeiten in der DDR, ja. sich um diesen Dienst, sag ich mal, herumzulavieren. Nö, die gab es eigentlich nicht. Nö, ich wollte auch kein Grenzer werden. Mhm. Ich bin gemustert als normaler Soldat. Mhm. Damals. Auf einmal hieß es, sie müssen zu den Grenztruppen gehen. Mhm. Ja, dann musst du es halt machen, ne? Hast du dir die Situation ausgemalt, was passiert wäre, wenn die Leute noch da gewesen wären, als ihr kamt, als du ja, kamst? Ja, haben wir uns jeden Abend oft ausgemalt. Was hättest du gemacht? Wie wir damals waren. Mhm. Das haben wir uns oft ausgemacht.
Wie hättest du dich verhalten? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Und, hättest du auf die Leute geschossen? Nein. Garantiert nicht. Wobei du dann ja unter Umständen Konsequenzen hättest tragen müssen. Ja, garantiert, ja. Mhm. Nicht nur ich, meine Familie auch. Ja. Ich hatte mal einen Grenzer hier in der Sendung vor vielen Monaten, der zwei Leute erschossen hat. Ach so? Den hatte ich hier, ja. Der aber von der ganz anderen Seite kam, als du jetzt zu kommen scheinst. Der dieses im Nachhinein auch noch gut fand. Ja, das ist für mich vollkommen unverständlich. Mhm. Was waren... Sowas, das ist auch nicht die Masse gewesen. Also die Masse war so, wir tun unseren Dienst, aber schießen nicht. Aber ihr müsst doch dann in dem ständigen Konflikt oder in der ständigen Angst gelebt haben, wenn jetzt ein Flüchtling kommt, was mache ich dann? Natürlich. Ja. Ja. Und dann waren wir so, du musst das so sehen, immer gab es so den Zwiespalt. Ja. Weißt du? Mit da drüben und mit zu Hause, weißt du? Was meinst du mit da drüben und zu Hause? Ja, es gibt das Weglaufen dann. Was es damals gab. Also, dass du hättest weglaufen können? Ja. Ja? Hast du ja. Das mal überlegt? Viele Male, ja. Aber da bremste dich dann die Familie? Ja. Ja, es gab ja auch Grenzer, die das gemacht haben. Ich glaube, zahlreiche sogar. Ja, viele. Ja. Das heißt, du hast innerlich nicht hinter dem Regime DDR gestanden? Nein. Mhm. Warum hast du den Wehrdienst nicht verweigert? Das gab es von uns damals nicht. Ich weiß, es gab es nicht, aber es gab schon einige Leute, die das auch gemacht haben. Ne? Ja, es gab es, das waren Helden, ja. Aber die mussten dann wirklich... Ich bin kein Held. Ja, die mussten sehr, sehr, sehr viele Nachteile in Kauf nehmen. Ja. Oder kamen sogar in den Knast, ne? Ja, genau so ist das gewesen, ja. Also du würdest gerne diese Leute, die... Sagst du nochmal den Namen des Ortes? Nedelleben. Ja, und das Datum? Am 17.09.89. Mit denen würdest du dich mal gerne treffen? Ja. Oder zumindest mal schreiben? Oder ja, ich würde sie gerne mal kennenlernen. Ja. Vielleicht meldet sich jemand bei uns. Ja, ich denke mal schon, ja. Ja, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Was machst du jetzt vom Beruf? Ich bin Krankenpfleger. Krankenpfleger, also was ganz anderes und was tausendmal sinnvolleres, ne? Ja, genau, so denke ich das auch. Ja, prima. Peter, ja, danke für deinen Anruf. Deine Sendung ist einmal frei. Dankeschön. Ja? Tschüss, Peter. Tschüss. Ciao. Stefan, auch 30 Jahre, hallo. Hallo. Tag, Stefan. Ich war nicht 30. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ja gut, erstmal möchte ich auch ein Lob an deine Sendung aussprechen, die ist also wirklich prima. Und ich möchte noch die rattige Fußball-Oma grüßen, die letzten zwei Jahre angerufen hat, die war also echt klasse. Die war toll, ne? Also ich konnte mich kaum noch auf der Couch halten. Folgendes, ja. Mein Thema ist das Thema Atommüll. Atommüll? Ja. Castor? Mhm. Ich verstehe nicht, wie man so etwas zulassen kann, das ist für mich unerklärlich. Mhm. Da rollt jemand mit, was weiß ich, mit zig Geschwindigkeit auch mit so... Ich meine, es sind ja hochgiftige Stoffe, die da auch irgendwo über die Straßen rollen. Mhm. Und da ist dann die Politik oder zumindest der Kanter, der meint, wenn da noch irgendwelche Leute sind, die dagegen Gewalt anwenden, da muss man, was weiß ich, mit allen Mitteln da richtig kräftig gegengehen. Mhm. Sowas ist für mich unerklärlich. Warum schiebt der Kanter sich denn nicht an den Castor bei sich zu Hause ins Wohnzimmer? Mhm. Oder? Naja, er steht ja quasi in unserem Wohnzimmer in Deutschland, ne? Ja. Das ist in unserem Land. Sowas kann ich nicht verstehen. Und da sind da wirklich noch Leute, eine kleine Gruppierung, die sich dagegen stellt, die sagt, sowas darf es nicht geben, weil wir haben ja schon genug Elend gehabt mit solchen ganzen Zeugs hier. Mhm. Ob Tschernobyl oder da. Mhm. Und ich meine, es kommt jeden Tag was dazu. Und dann kann ich es nicht verstehen, dass dann irgendwelche Politiker auch noch behaupten oder was weiß ich, die sich dagegen auflehnen, das sind Kriminelle. Ich meine, die Politiker sind in erster Linie die größten Verbrecher, die es gibt. Hast du die Bilder heute gesehen von den letzten Stunden des Transportes? Ja, es war so wirklich extrem. Ja, du warst aber nicht dabei? Nein, ich war nicht dabei, weil ich wohne so was ich davon ganz entfernt. Ja. Nur trotzdem, ich meine, wir wohnen alle auf diesem Planet, egal ob das Deutschland ist oder sonst. Ja. Nur es muss doch irgendwo jemand geben, der auch mal von oben herab sagt, so geht das nicht, wir haben schon genug Probleme damit gehabt. Ja. Da muss das irgendwo gestoppt werden, das kann nicht... Weißt du, Stefan, ich habe das mit sehr großen, zwiespältigen Gefühlen verfolgt. Bis heute Abend, als ich die Reportage noch mal im Fernsehen gesehen habe. Ich bin auch ein Gegner der Atomkraft. Ich bin aber auch ein Gegner dieser Leute, die da wirklich vollkommen chaotisch sich aufgeführt haben
und sich wirklich völlig wider unsere Gesetze verhalten. Ich habe hohen Respekt vor den Bürgerinitiativen, die dort ihre Meinung äußern, die friedlich demonstrieren. Ich habe aber keinen Respekt vor den Chaoten, die angereist kommen aus dem ganzen Land, irgendwelche Autonomen, die da die Strommasten absägen, die Sprengstoffanschläge sogar versuchen zu machen und so weiter und so weiter. Ja, aber ich denke, um die ganze Sache erstmal überhaupt so hochspitzen zu lassen, muss es denn überhaupt sein, dass so etwas rollen? Dann das Schlimme ist, das Zeug ist ja nun mal in der Welt. Ja, es ist nun mal in der Welt. Aber und es gibt Verträge zwischen Deutschland und Frankreich, dass das wieder zurückgenommen werden soll. Die Alternative wäre, dass es dann erstmal ein paar Kilometer weiter in unserem Nachbarland in Frankreich lagert. Ja, ja. Das Schlimme ist, dass es da ist. Das ist erstmal die Katastrophe. Ja, und nun ist die Frage, wie man dieses Zeug, was ja nun hochgefährlich ist, zu 99,9% ordentlich irgendwo für die nächste Zeit zumindest ablagert. Also ich meine, gut, wenn sie es doch da unten haben, muss man es denn dann über Tischstraßen schicken? Mal davon ausgegangen, wenn wirklich irgendwas passiert wäre, dann wäre doch der Kanzler womöglich noch gesagt, ich habe damit nichts zu tun, das war der und der, und dann wäre ich doch zurückgetreten und dann hätten wir nachher da gestanden. Wir hätten die Katastrophe ausgebadet und der hätte sich einen schönen Tag von gemacht. Ja. Der hätte nämlich dann noch gesagt, ja gut, dann trete ich womöglich noch zurück und irgendwo 2-3 Wochen später, wie man es ja bei denen kennt, kommen sie dann doch wieder. Also es gibt ja nun zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen und man hat alles Mögliche durchgespielt. Vom Flugzeugabsturz auf diesen Castor bis hin zu einer Entgleisung auf den den Schienen oder so. Und man sagt, ich kann das jetzt auch nur so wiedergeben, wie ich das gelesen habe oder wie die Experten das sagen, dass das Ding so gesichert ist, dass nichts passieren kann. Ja. Gut, Experten, aber was wäre, wenn? Wenn es doch passiert wäre. Ja, aber weißt du, diese Frage können wir uns ständig stellen, solange wir Atomkraftwerke haben. Und die Welt ist übersät mit Atomkraftwerken, grauenhafterweise. Und es werden immer mehr und immer mehr in Asien oder im ehemaligen Ostblock. Genau deswegen. Und da muss es doch irgendwann mal, was weiß ich, von den obersten Leuten, die in der Politik sitzen, die müssen sagen, bis hierhin und dann ist aber auch Schluss. Da hast du recht. Weil wir wohnen ja nicht, was weiß ich, auf mehreren Planeten. Das heißt, wenn irgendwann unsere ganze Erde mal voller Atom ist, dass wir sagen können, gut, wir reisen zum Mond oder zum, weiß der Geier wohin. Hast du vollkommen recht. Aber so wie diese Chaoten vorgehen, so bewirkt man das mit Sicherheit nicht. Nein, ich meine gut, die waren ein bisschen arg extrem, aber ich finde... Weißt du, wir haben hier sehr heftig diskutiert vor einigen Wochen, als es um die PKK-Unruhen ging. Und da habe ich immer gesagt, die haben sich an unsere Gesetze zu halten. Und das sage ich in diesem Falle auch, das sind alles Deutsche, die haben sich auch an unsere Gesetze zu halten. Ja. Wir haben Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit und die kann man auch nutzen, aber bitte nicht gewalttätig, nicht so. Nein, das nicht, aber ich meine... Die Polizei muss ja auch nicht unbedingt zuschlagen oder sonstiges. Ich meine, das ist ja auch oft geschrieben worden, dass sie irgendwo dazugeschlagen haben in gewissen Situationen oder sonstiges. Ich meine, gut, das ist nicht korrekt, dass die da auch... Stefan, was machen die Leute, aber auch teilweise mit der Polizei? Ja, ja. Ne? Man darf das auch nicht immer so einseitig sehen. Ich habe jetzt mitbekommen, es gab so einige Bilder, dass ein älterer Bauer mit seinem Traktor vor einen Wasserwerfer gefahren ist. Und im Fernsehen war dann wieder zu sehen, die böse Polizei, wie sie auf den Traktor stieg, den Traktor eingeschlagen hat, die Scheiben, und diesen Mann irgendwie blutig geschlagen hat. Niemand hat im Fernsehen aber gezeigt, dass dieser Bauer vorher mit einer Eisenstange auf die Polizei losgegangen ist. Ja. Das muss man dann auch wirklich von beiden Seiten sehen. Ja, das ist so. Ich meine, ich finde es einfach nur super, dass es wirklich Leute gibt, gut, auch wenn sie ein bisschen jetzt extrem ausgerastet sind, dass es Leute gibt, die sich dagegen stellen, die sagen, bis hierhin und weiter geht's nicht. Also ich verstehe dich, glaube ich, auch in dem Sinne, und da sind wir vollkommen einer Meinung, dass die Politik viel, viel, viel zu wenig tut, um die Atomenergiepolitik zu stoppen. Ich sag mal so, das ist nicht nur um die Atomenergie, es ist in vielen Sachen. Die sprechen nur kurz irgendwas an, verdienen damit ihre Kohle und dann ist es wieder vergessen. Ja. Das ist ja jetzt mit dem Atommüll. Jetzt ist richtig aufgegriffen, aber in 3-4 Monaten spricht keiner mehr davon. Ja. Nur selbst wenn irgendwann wieder was passiert, dann ist das Geschrei wieder groß. Dann heißt es wieder, ja, ich hatte damit nichts zu tun, das habe ich dem gegeben, der hat die Papiere, dann rennt man wieder von Hinz nach Kunz und keiner will es gewesen sein. Nur das große Problem ist, wie ich es gerade auch schon sagte, dass das Zeug nun mal alles in der Welt im Moment ist, ne? Und dass man das nicht so von heute auf morgen wegzaubern kann. Das nicht, aber ich meine, es hat lange genug rumgestanden und da hätte man sich eher überlegen können, was man damit machen kann oder wie man es irgendwo um die Ecke bringen kann, aber nicht so. Mir machen viel mehr Sorgen. Ich will dir sagen, ich habe fast schon Vertrauen in die Technik, dass dieses Zeug ordentlich da abgelagert wird. Ich habe viel, viel, viel größere Sorge vor den fast, ich weiß gar nicht die Zahl, vor den Dutzenden von Atomkraftwerken im ehemaligen Ostblock, die technisch vollkommen veraltet sind. Da habe ich viel mehr Sorge vor.
Okay, Stefan, danke für deinen Anruf und für deine Meinung. Jo. Tschüss, danke. Ciao. Claudia, 30 Jahre. Ja, hallo Domian. Claudia. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal bei dir anrufen würde, aber irgendwann ist alles das erste Mal. Ja. Und da dachte ich mir, jetzt komm, Alte, los. Und zwar ist mein Thema völlig, hat überhaupt nichts mit Castor und Ähnlichem zu tun, sondern mein Thema ist einfach, ich wollte mal eine Lanze brechen für Klatschblättchen. Ja? Für Klatschblättchen? Ja. Sowas wie Goldenes Blatt, genau. Und Neue Revue. Und ja, Neue Revue nicht. Nee, das ist was anderes, ne? Das ist mir zu sexistisch, ja. Goldene, nee, was heißt das? Das Neue Blatt oder die? Ja, nee, also ich habe da schon so meine Favorite Papers, und zwar einmal Frau im Spiegel. Frau im Spiegel? Ja, ich lege ja auch Wert auf einen gewissen Anspruch. Mhm. Also darf nicht zu viel gelogen sein. Ja. Und dann lese ich auch noch so Zeitungen wie das Neue. Ich meine, gut, okay, Fokus oder sowas lese ich natürlich auch. Also ja. Von der Kontrast. Als gebildete junge Frau, ja. Das auch. Genau. Aber ich gönne mir halt auch ab und zu so diese Blättchen, um einfach mal abzuschalten. Und ich finde das unheimlich toll, dass zum Beispiel der Ralf Morgenstern aus Köln ja. Jetzt so eine Sendung macht. Die habe ich übrigens auch im WDR schon immer gern gesehen. Die gibt es jetzt im ZDF, ja, ne? Kaffeeklatsch. Ich voll nicht rein, finde ich. ZDF. Und dann haben die denen noch so einen riesen Saal gegeben. Ja. Vorher im WDR war das ja so ein kleineres, gemütliches Studio. Da kam das irgendwie viel besser rüber, fand ich. Aber die Sendung finde ich unheimlich toll. Vor allen Dingen erzählte er mal, er fände das immer so klasse, wenn er dann so eine Home-Story lesen würde von Leuten, die er kennt, und das wäre dann eine Wohnung, wo der gar nicht wohnt. Ja. Das gibt es wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, klar. Und da habe ich also schon Tränen gelacht. Und, also ist das deine Sendung, ne? Da wird ja nur richtig geklatscht, ne? Genau. Was das Zeug hält. Ja, ne? Und vor allen Dingen, was ich auch so hart finde, ist, also man wird ja als Klatschblättchenleser so richtig geächtet, ne? Ich meine, so in meinem Freundeskreis treiben sich natürlich auch viele Leute rum, die davon absolut sich distanzieren und die so. Die jungen Intellektuellen? Ja, genau. Ja, genau. Und ich bin dann so die Ausnahme. Und früher bin ich dann auch echt so heimlich schnell kaufen gegangen, wo es mich erwischen lassen. Weißt du, die darüber so schimpfen, das ja. Sind die, die beim Zahnarzt oder beim Friseur genau. Das aufsaugen geradezu. Ja, ja, klar. Ne? Und dann kommt, das ist ja auch so die klassische Ausrede, so, ja, lese ich ja nur beim genau. Zahnarzt oder Friseur. Ich frage mich, wo die hohen Auflagen her haben. Erzähl mir doch mal, was du so im Moment so an Klatschgeschichten oder was ist so überhaupt das Thema im Moment für dich? Naja, also bei mir ist das so, diese ganze Königshausnummer, die langweilt mich irgendwie mittlerweile total, weil ja. Ich habe sowieso nicht so mit den Adelsgeschichten, die sind mir irgendwie viel zu langweilig. Mhm. Ich lese eigentlich, wenn dann lieber so eben, wie gesagt, diese Home-Stories. Ne, also von Stars, ja, Schauspielern, genau. Ja. Fernsehleuten und sowas. Genau, halt so Leute, die ich auch gut finde, die ich in Filmen gesehen habe oder im Fernsehen, die mir halt gefallen. Über dich habe ich ja noch keine gesehen. Doch, ich hatte auch mal Besuch von so einer Zeitung. War das etwa Prisma? Ja, Prisma sowieso. Ja, aber nee, es war, ich glaube, das goldene Blatt war bei mir mal zu Hause, ja. Das ist ja ein Ding. Ja, genau. Das lese ich leider selten, aber... Und die Jungs haben das gut gemacht. Ich hatte ja auch meine Vorurteile immer, dass ja. Dann irgendwas geschrieben wird, was gar nicht stimmt. Das ja. War alles völlig in Ordnung. Ja. Genauso hatte ich es gesagt. Da gibt es ja auch vor allen Dingen totale Unterschiede. Also ich meine, in meiner langjährigen Erfahrung kann ich das so ein bisschen beurteilen. Mhm. Wenn ich dann immer so in dem Supermarkt stehe vor diesem Regal, das sind ja meterweise, ja. Das Zeug ja da. Und da sind also wirklich so ein paar Blätter dabei, ne? Da weiß man wirklich, ich habe auch Journalisten in meinem Freundeskreis, auch welche, die für diese Presse arbeiten. Und da weiß ich halt genau, die lügen, was das Zeug hält. Ne? Die montieren Fotos, da stimmt der Arm nicht, der Kopf nicht und ich weiß nicht was. Ne? Aber selbst wenn du das weißt, macht es dir noch Spaß, das zu lesen? Nee, also die Blätter kaufe ich mir ja dann auch. Ach so. Ich lese halt nur die, wo ich weiß, dass die schon relativ seriös das auch recherchieren. Wie viel gibst du da im Monat aus für solche Zeitungen? Monat in der Woche, ja gut, so ein Heft kostet, glaube ich, 2,60 Mark. Mhm. Das sind vielleicht noch nicht mal 5 Mark in der Woche. Geht dann ja noch. Und das Schärfste ist so, meine Mutter, das ist auch so hart, die sagt dann immer, ja, ich würde das ja nicht lesen normal, wenn du dir die nicht kaufen würdest. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil die ersten, ich kann auch gar nicht reingucken, zack, haben die nicht schon gelesen. Was war denn so das... Na, verrückteste, was du so in den letzten Wochen gelesen hast. Fällt dir irgendwas Besonderes ein? Ach, ich überlege gerade. Also jetzt in den letzten Wochen fällt mir irgendwie so speziell nichts ein, aber ich habe mal eine schöne Geschichte erlebt und zwar auch mit diesen Klatschblättchen in dem Zusammenhang. Mhm. Es war eine Freundin und ich, das ist aber schon 14 Jahre her oder so. Wir haben also damals total auf James Dean gestanden, fanden ihn also ganz toll und haben dann irgendwo mal gelesen, dass der einen deutschen Mechaniker hatte von Porsche. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, den müssen wir mal schreiben, wir müssen mal rausfinden, wo der wohnt. Haben wir dann auch tatsächlich geschafft, so mit 16 war das, 15, 16. Der wohnte irgendwo in Süddeutschland, ach. Den Ort möchte ich jetzt nicht nennen, nicht, nee, dass der nee. Noch wütend wird, dass ich ihn im Fernsehen erwähne.
Naja, und dem haben wir dann also ganz dreist geschrieben, wir würden gerne mehr über James Dean wissen, wie der so privat war, und er soll doch mal was erzählen. Ja. Und ob er uns nicht auch ein Foto schicken könnte, also so naiv waren wir. Und dann haben wir das Ding abgeschickt und haben gesagt, von dem hören wir nie wieder was. Und was sage ich? Irgendwie eine Woche später schon, ganz schnell, hat er sich gemeldet mit einem richtigen A5-Umschlag, so ein größerer brauner. Mhm. Und da war also ein ganz netter Brief drin, hat alles beantwortet und hat uns ein Originalfoto, was noch in keiner Zeitung veröffentlicht war, aus seinem Privatarchiv geschickt mit Widmung. Und hat uns dann also gesagt, wenn wir noch mehr wissen wollten, seine Telefonnummer drunter geschrieben. Ach, das ist ja toll. Wir waren total begeistert. Wir das glaube ich. Ja, wir haben den angerufen dann, ne? Wir waren ja dann mutig. Und dann haben wir den total gelöchert und er erzählte uns dann, dass er also so ein sogar einige Super-8-Filme noch hätte, so private Filme, wo auch James Dean mit drauf wäre. Sag mal. Und wenn wir Bock hätten, könnten wir kommen und sie angucken. Ach. Und hat uns eingeladen in den Ort. Und da haben wir dann aber von unseren Eltern damals, also, das kommt nie in Frage, ein wildfremder Mann, wer weiß, was dann passiert. Dann hat das leider, haben wir ihn dann nicht besucht. Aber wir haben noch öfters uns mit dem Briefe geschrieben und so. Das war so eine Episode. Wie schade, da hätte es private Filmvorführungen gegeben. War das denn wirklich der Automechaniker oder war das sein Lover? Das weiß man bei dem ja nie so genau. Ne? Der war ja wohl auch entweder mindestens wie, wenn er schwul heißt es, Ja. Und also das weiß ich nicht, aber er hat ja nach diesem schweren Unfall, der hat ja wohl mit in dem Auto gesessen, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß das jetzt heute auch nicht mehr, das ist schon so lange her. Auf jeden Fall hatte der auch einen Unfall und hatte danach irgendwie ein kürzeres Bein und konnte gar nicht mehr in dem Job dann auch arbeiten und so. Der war also richtig lädiert und hat sich total gefreut. Er hatte sich dann, nachdem er in dieser Star-Welt auch gelebt hat, mitgelebt hat, hat er sich dann total von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja. Ne? Auch aus Hollywood ist er dann weggegangen und so. Das ist ja irre. Mich wundert, dass dann die Presse den ich auch irgendwann ausfindig gemacht hat und den nochmal halt hervorgeholt hat. Da könnte man doch schöne Sachen mit erzählen. Ja, eigentlich komisch, ne? Aber ich meine, das Einzige, was ich ab und zu habe ich nochmal in so Artikeln seinen Namen am Rande nochmal gelesen. Aber vielleicht war der auch der Presse gegenüber etwas scheuer als so zwei netten Mädchen. Ne? Das kann ja auch sein. Also die Claudia hat eine Lanze gebrochen für die Klatschzeitungen und für die Klatschthemen. Wann erscheinen die immer? Fieberst du dem schon entgegen? It depends, wie der Engländer sagt. Also montags kommen natürlich immer diese ganzen, nicht diese Weekly, ich rede schon Stuss. Also da kommen halt immer so diese Blätter, die so am Wochenende alles noch schnell aufgeschnappt haben und dann raus damit montags und aber so hauptsächlich so zum Wochenende hin. Zum Wochenende, das heißt, du kannst also morgen, übermorgen schon wieder so losgehen es, und genau, die Hände reiben. Richtig. Mal sehen, was Herr Schumacher gemacht hat wieder oder Ja, mit Autorennen habe ich es auch nicht so. Ich stehe doch eigentlich mehr so auf, ich wollte auch selber mal irgendwie zum Theater früher, also mehr so auf Theater, Schauspiel oder halt Filmschau. Ich finde Walli Bockmeier klasse. Ne? Ja. Der hat ja auch letztens bei dir angerufen. Ja. Ein Freund von mir, mit dem ich mal zusammen war, der hat in der alten Wohnung von Walli gewohnt, in der Ritterstraße. Aha. Und das fand ich dann irgendwie ganz witzig. Ich war auch mal in der Filmdose und so. Und jetzt könnten wir ja aus dem Nähkästchen hier plaudern, ne? Wie es in der Wohnung aussah und sowas alles. Ja, machen wir aber nicht. Claudia, danke für den Anruf. Okay, Domia, kannst du einen grüßen? Ach, ihr Süßen. Aber jetzt einmal ausnahmsweise nur du heute. Ach, das ist lieb von dir. Also ich grüße meinen Freund Fritz, den Pussyhasen, und dann grüße ich meine Schwester Assi und meine Freundin Sabine und Uli. Den Pussyhasen. Okay. Genau. Claudia, tschüss. Ciao. Tschüss. Den Pussyhasen. Roswitha, 43. Ja, hallo. Guten Abend, Domian. Ja, Roswitha. Guten Morgen. Ja, also, ich bin ein bisschen aufgeregt. Entschuldige bitte. Ich hatte mich schon mal mit der Kollegin unterhalten von dir. Und zwar, mir geht das wegen Freitag nicht aus dem Kopf. Da hatte eine angerufen wegen der Vergewaltigung. Ja. Weißt du sicherlich. Ja. Da hat vielleicht kurz nochmal für die Leute, die am Freitag nicht dabei waren. Ja, also die Frau, die hat das so dahingenommen, als wenn das ein Larifari für den Arsch ist. Also als wenn das Quatsch wäre. Ja, sie hat gesagt, dass sie es gar nicht verstehen kann, dass die Frauen, die vergewaltigt wurden, da so ein Theater draus machen, dass sie ein paar Jahre zum Psychotherapeuten rennen. Das könnte man leichter wegstecken. Ja, Jürgen, ne, so jetzt mal grob zusammengefasst. Ja, Jürgen, und mir ist Folgendes passiert. Und zwar, ich bin innerhalb von 9 Jahren, bin ich 7 Jahre lang vergewaltigt worden von meinem eigenen Ehemann. Ach so. Und ich wollte immer aus der Beziehung ausbrechen, aber der hat mich massiv mit einem Messer bedroht, ja, mit einer Schere und hat mich geschlagen und hat mich gewürgt bis zum geht nicht mehr. Also das Ganze, es war nicht nur die Demütigung, es war auch gekoppelt mit einer großen Todesangst. Ja, und den letzten Abend, ich hatte dann hinterher jemanden kennengelernt, und dem habe ich mich anvertraut.
Ja. Und der hat zu mir gesagt, weißt du was, ich hatte zwei Kinder, also ich habe zwei Kinder, und der hat zu mir gesagt, weißt du was, wenn der dir noch einmal was antut, dann kommst du zu mir. Mhm. Und in der letzten Nacht habe ich zu ihm gesagt, es ist Schluss. Und da hat er ein Brotmesser genommen und hat das mit der Schneide ganz langsam unter meinem Hals immer hin und her gehen lassen. Und die halbe Stunde, das wurde eine Ewigkeit für mich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber ich schätze doch mal, weil du hast ja schon unwahrscheinlich viele Schicksale auch gehört. Und dann, bevor ich den anderen Morgen endgültig wegging, hat er mich nochmal vergewaltigt. Und meistenteils immer im trunkenen Zustand. Und das ist nicht bestraft worden. Das ist nicht bestraft worden? Das ist nicht bestraft worden. Ging es denn vor Gericht? Ich bin hinterher, also wo ich habe die Scheidung eingereicht, dann hinterher. Ich bin nach diesem einen Mann hingezogen. Der war sehr lieb gewesen zu mir. Aber ich habe so eine panische Angst vor Männern gehabt in der ersten Zeit. Mhm. Und Gab es denn eine Gerichtsverhandlung gegen diesen, deinen Märtyrer? Weißt du, was der Richter zu mir gesagt hat? Der ist leider schon tot. So schlimm konnte es doch wohl nicht gewesen sein. Mhm. Und da bin ich aufgesprungen im Gerichtssaal. Also, dass ich dem da nicht eine Gurgel ging, das war ja alles. Mhm. Und da war ich beim Neurologen gewesen, ja? Mhm. Ja, und der nahm da nur ein Stück Papier und sagte, ja, nur vorher, nur erzählen Sie mal, nur erzählen Sie mal. Ja, das kann man dann in den 2 Minuten auch nicht. Bist du denn danach in einer Beratung gewesen? Hast du eine Hilfe gehabt? Ja, aber das war nicht das Richtige. Ja. Und die Spätfolgen, das war hinterher richtig ein Hörsturz. Ja. Und Herzrhythmusstörung, das sind alle Spätfolgen davon. Wie lange, wenn überhaupt, hast du gebraucht, also wenn man das überhaupt sagen kann, wie lange hast du gebraucht, das einigermaßen zu verwinden? Eigentlich habe ich das bis heute noch nicht richtig. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das ist jetzt 12 Jahre her. 12 Jahre schon. 12 Jahre ist das schon her. Ich bin 84 von dem weggegangen und also... wenn ein Mann eine unbedachte Bewegung auf mich macht, die irgendwie was mit dem einen Mann zu tun hatte, wenn der immer so auf mich zukam, ja, dann gehe ich automatisch zurück oder ich schrecke zusammen oder ich sag, lass mich. Mhm. Also dann kommt, das geht das mir tak, 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 wie ein Film. Du hast es ja auch, was ich mir so schrecklich vorstelle, diese sehr, sehr vielen Jahre ertragen müssen. Ja. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich so tief in deiner Seele drin. Ja. Sag mal, Krauswita, gab es denn in diesen Jahren, neben der Angst vor diesem Mann, doch mal so Momente, dass du gesagt hast, ich hau jetzt einfach ab und ich suche mir irgendwo Hilfe? Ja, aber der hat die Kinder da nicht gelassen. Ach, Kinder gab es auch noch? Ja, ich hatte ja 2 Kinder und dann hatte ich von ihm ein Kind. Ja. Und also warst du da wirklich in der... Das eine Kind immer da oder die anderen beiden? Mhm. Und an die anderen beiden, das haben die mir hinterher selber noch gesagt, da wollte er sich auch vergreifen dran. Wie ging das denn dann, als du dann von ihm weggegangen bist? Wie sind die Kinder da verblieben? Wie ist das geregelt worden? Die sind bei mir geblieben. Die sind bei dir geblieben? Ja, die, also bei der Rechtsprechung, also bei der Verhandlung, bei der Scheidungsverhandlung ist der Sohn mir sofort zugesprochen worden. Hat dieser Mann dich dann in Ruhe gelassen? Nein. Ging das noch weiter? Ja, ja, der hat mich in der Stadt aufgelauert. Mhm. Der hat mich mit der Faust hinten am Hinterkopf geschlagen. Mhm. Der hat mich massiv bedroht. Der hat mich getreten in der Stadt. Und dann wollte er meinen Sohn damals vom Bus schmeißen. Wie viele Jahre ging das denn noch, so bevor du dann wirklich endgültig Ruhe hattest? Das ging dann noch 1 Jahr lang ungefähr. Mhm. Und dann hat mein Mann, also die Beziehung hat leider auch nicht gehalten, weil ich kam nicht klar mehr. Und der hat sich dann richtig vorgeknüpft und hat ihn richtig durchgelassen. Mhm. Also das heißt zusammengeschlagen? Ja. Ja, und das hat geholfen? Und das hat geholfen. Manchmal ist das die beste Methode. Und dann hat er noch eine Frau kennengelernt, der ist auch schon geschieden. Dann hat er noch mal eine kennengelernt, der lebte auch wieder mit in Scheidung. Roswitha, würdest du sagen, dass deine Sexualität beinahe bis heute noch gestört ist deshalb? Ja. 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 Ja, ich habe mich da ja auch so sehr gewundert, als die Zuschauerin, Zuhörerin es gesagt hat. Mir war das nicht so ganz, ganz fremd. Ich kenne so eine Geschichte, die mich auch wirklich sehr, sehr, also da wurde mir ganz anders. Ich habe eine sehr ältere Tante, die wirklich die Hölle mitgemacht hat im Osten. Die dutzendfach
von Russen und Polen vergewaltigt worden ist. Und irgendwann hat sie mal in einer sehr vertrauten Stunde, weil das war immer sehr tabu, dass wir darüber sprachen, ja, und man wusste das in der Familie irgendwie, aber man sprach nicht darüber. Aber in einer vertrauten Stunde hat sie mal zu mir gesagt, ja Jürgen, weißt du, was sollte ich denn tun? Ich habe mich hingelegt und habe immer an was anderes und an was Schönes gedacht. Ja, das konnte ich leider nicht, weil... Nein, das war natürlich auch nicht die Lösung. Mhm. Diese Tante ist natürlich eine gebrochene Frau bis heute. Mhm. Aber so dieser Umgang damit war mir so ein bisschen vertraut durch diesen Satz von der Tante. Das ist natürlich letztendlich auch ganz schrecklich und traurig. Und das Schlimme war, Jürgen, wenn der mich mit Gewalt genommen hat, der hat ja dann immer unter Alkoholeinfluss auch gestanden. Mhm. Er ist ein chronischer Alkoholiker, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe den sogar unten reingekniffen, im Hodensack, ja. Mhm. Und ich meine, du könntest dir als Mann bestimmt vorstellen, das müsste wehtun wollen. Das geilte den auf. Und ich habe den am Schwanz gezogen, ja. Ich habe da reingekniffen, ich habe mir die Fingernägel wachsen lassen wollen. Der wurde umso duller. Und dann hat er mich mit der einen Hand hat er mir die Luft abgedrückt und auf die, wo das Herz ist, auf die Seite. Und mit der anderen Hand hat er das dann so gemacht, dass ich mich praktisch gesehen nicht wehren konnte. Hat Analverkehr hat er gemacht mit Zwang, dass ich heutzutage manchmal Darmblutung habe. Also Roswitha, das hat dich dann sehr geärgert, auch provoziert wahrscheinlich, ne? Ja, das die hat Meinung. Mich wirklich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also wie gelassen die das überhaupt nahm und die weiß gar nicht. Also ich nehme mal an, ich meine, ich will der Frau nicht zu nahe treten, aber ich nehme an, dass das keine direkte Vergewaltigung war, was die erlebt hat. Denn wenn einer wirklich vergewaltigt wird, ja, also mit allen Höhen und Tiefen, Jürgen, du kannst mir glauben, der Mensch hat Angst vor anderen Männern. Ich glaube das, ich glaube es wirklich. Wirklich? Roswitha, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Roswitha. Und prima, toi, toi, toi für deine Sendung. Danke sehr. Tschüss. Ja? Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR, zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im Fernsehen, im WDR Fernsehen heute Nacht. Offene Sendung für alle eure Themen. 0130 29 11, 0130 29 11. Willkommen, sage ich jetzt, Thomas, zu Thomas 31, hallo. Hallo, ich bin 21. Hey, heute mit den Altersangaben. 21, Thomas, ja. Hallo. Also erstmal total gut die Sendung und so. Also seitdem ich wieder in Deutschland lebe, bin ich auch so immer dabei. Hör mir das auch an. Und guck's meistens, naja. Und ich wollte nochmal zu gestern was sagen. Also mein größter Coup war das Thema, glaube ich. Und mein größter Coup war, dass ich also um die Bundeswehr rumgekommen bin. wie hast du es angestellt? Sehr klasse fand. Ja, also ich habe das nicht, also ich sag mal, ich bin da jetzt nicht drangegangen, so nach dem Motto, ich will da jetzt auf Biegen und Brechen oder so, ne? Sondern also dieser Musterungstermin stand an, ja, und dann, na gut, bin ich auch hin, dann haben sie mich gemustert und was weiß ich, und dann war auch so, also ich bin eigentlich so körperlich auch, hab auch eigentlich nichts oder so. Und naja, und dann hatte man mich noch gefragt, ob ich in der letzten Zeit beim Orthopäden gewesen wäre, und das war auch gerade so der Fall gewesen, dass ich 2 Monate vorher meinen Hausorthopäden sozusagen aufgesucht hatte, und der hatte eigentlich, also ich hatte so ein bisschen Rückenschmerzen irgendwie. Und der hatte eigentlich auch jetzt so nichts Großartiges festgestellt. Naja, und dann hatte man dann gesagt, ja gut, wir fordern dann die Unterlagen nochmal an. Und naja, habe ich gedacht, wunderschön. Dann bin ich dann nochmal zu meinem Arzt gegangen, habe ihm das so gesagt, dass das jetzt kommen würde und so. Und da er kennt mich auch schon ein bisschen länger. Und er ist auch so ein Sportmediziner eigentlich. Und da ich halt selber Sportler bin und war, hat er gesagt, naja, mal gucken. Sagt er, ich weiß ja, was du machen willst, und in Hinsicht auf Karriere und so. Und er meinte, er würde dann mal so das Entsprechende dahin schicken. Ja, und das war es dann auch erstmal. Und dann kam halt der Bescheid von dieser Musterungsstelle hier. Ja, und dann hatten sie mich gleich als T5 eingestuft. Also praktisch total untauglich sozusagen, also total Krüppel.
Und das fand ich natürlich sehr gut. Und im Klartext, du, es ist gar nicht so schlimm, was du hast. Ich habe gar nichts eigentlich. Also gar nichts. Es gab, also ich sag mal, ein halbes Jahr später wäre das nicht mehr durchgekommen, weil es gab bis zu dem Zeitpunkt so eine Liste, wo gewisse Krankheiten drauf standen und dann wurde man halt automatisch, sag ich mal, ausgemustert. Ja, das ist ja noch gar nicht lange her jetzt, dein Vorgang, ne? Nee, das ist jetzt drei Jahre her. Jahre, ja. Und und da hatte ich halt unheimliches Glück und konnte halt dementsprechend dann... Und hast du den Wisch in Händen gehalten und hast gesagt, sensationell. Ja, ich war also super happy. Und mein Vater, der kannte den halt auch und so und der meinte, ja, er hätte auch nochmal mit dem gesprochen und so. Und dann habe ich halt ganz schnell meine... weil man muss ja auch, wenn man, also ich wollte ja sowieso verweigern eigentlich. Mhm. Und dann hatte ich halt auch schon alles geschrieben und so, von wegen warum und bla bla. Und dann, habe ich das noch ganz schnell zurückgezogen, weil man sagte mir, es könnte halt noch sein, dass ich eventuell doch noch zum Zivildienst gezogen werde, dadurch, dass jetzt in der momentanen Zeit so, ich sag mal, diese Leute schon gebraucht werden und ja, so, ne? Ja. Dann habe ich das ganz schnell zurückgezogen und seitdem ist Ruhe. Bist du frei? Bin ich frei. Und das war dein größter Coup bisher? Und das war mein größter Coup, ja. Auf den du fast schon stolz bist. Obwohl du direkt selbst der Gangs dran gemacht hast, ne? Nein, ich habe das dran gemacht und ich freue mich einfach. Also ich meine, das ist natürlich nicht besonders fair, weil ich denke, viele andere junge Leute, die, also mein bester Freund damals, der, also wir wurden sozusagen gleichzeitig gemustert. Ja. Und ja, und der war natürlich ziemlich sauer darüber, dass ich jetzt also freigestellt wurde. Ja. Und er jetzt in den sauren Apfel beißen musste. Und ich reagiere jetzt natürlich auch mit Zwiegespalten. Auf der einen Seite, als alter Kriegsdienstverweigerer finde ich es natürlich klasse, was du da gemacht hast. Aber als alter Zivildienstleistender muss ich natürlich sagen, und so weiter. Du weißt. Ich verstehe das schon. Nein. Also ich hätte damit auch keine Probleme gehabt in dem Sinne. Mhm. Also ich hatte mich auch schon darauf eingestellt. Aber ich meine, irgendwo in dieser heutigen Zeit und so, ich meine... Wenn man schon sowas, also ich habe das als Geschenk angesehen. Ja, vertiefen wir das nicht weiter. Ne? Was machst du jetzt? Studierst du? Im Moment mache ich eigentlich gar nichts. Also ich war 2 Jahre im Ausland und habe eine Ausbildung gemacht. Das ist auch gut. Und bin jetzt zurückgekommen und bin dabei, im Moment meine Pläne neu zu ordnen. Thomas, dann wünsche ich dir dabei viel Glück. Alles klar, danke. Mach's gut, tschüss. Ciao. Heinz, 54. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo Heinz. Also vorab erstmal ein ganz dickes Lob an deine Sendung. Und danke. Das ist so aufbauend, wenn ihr mich alle lobt immer. Dein Thema? Ja, Sterilisation. Ah, wie schön. Ja, also... Darüber wollten wir reden. Bitte? Darüber wollten wir ja reden diese Woche irgendwann. Ja. Ja. Also ich bin jetzt 54, bin seit circa 20 Jahren sterilisiert. Ja. Und ich habe damit überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Erzähl doch mal von vorne an, wie hast du dich, oder wie kam es zu der Entscheidung? Ja, ganz einfach, ich war geschieden, habe meine neue Partnerin kennengelernt, meine jetzige Frau. Ja. Und da war die Frage, verhüten mit Pille und so weiter und so und so fort. Ja. Von Kondomen hatten wir beide überhaupt nichts. Und die Pille kostet auch ein paar Mal 50 pro Monat. Ja. Und ich hatte einen kleinen anderen Eingriff in einer Klinik in München. Und habe mit einer Partnerin gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, was hältst du davon? Ja, okay. Und... Und dann, überhaupt nicht bereut. Und dann hast du es direkt machen lassen? Ja. Ohne großartige Beratungen vorher? Beratung ja, und meine jetzige Frau musste damals unterschreiben, dass sie einverstanden ist. Ja. Damit also keine Probleme auftauchen nachträglich. Ja, aber für dich war es keine große innere Überwindung, das zu machen? Nein, ich muss ja noch rausschicken, also es war klar, dass keine Kinder gewünscht sind. Ja. Und es war einfach die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Ja. So, jetzt ist der Eingriff gemacht worden. Kannst du mal kurz erklären, was man da genau macht? Naja, wurde alles schön abgedeckt und dann örtliche Betäubung und das war's dann. Nee, aber was genau wird da vorgenommen? Kannst du das erklären? Hat man dir das erklärt? Also wird da irgendwas durchtrennt oder? Ja, da werden die Samenleiter durchtrennt. Die Samenleiter werden durchtrennt? Richtig, das ja. Und sind die abgebunden, soweit ich weiß. Es ist ein kleiner chirurgischer Eingriff, ja. Der nicht sonderlich aufwendig ist. Nö. Ich glaube, das kann man auch ambulant machen lassen, ne? Das war damals eine Klinik. Das war damals eine Klinik. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man das heute sogar ambulant machen. So, nun erzählen ja immer wieder Männer, und die Anruferin letztens hat das ja auch erzählt, dass Männer damit Probleme haben. Nämlich, dass sie Angst haben, dass sie impotent sind und dass sie keine richtigen, die Manneskraft irgendwie weg ist. Wie war das bei dir? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil. Also der Sex ist halt ja viel gelöster. Ja. Es kann nichts passieren, was mit der Pille unter Umständen passieren kann, mit Kondomen oder Ähnlichem. Konntest du nach der Operation sofort so wieder wie am Anfang, wie vorher?
Nicht sofort, also schon seit von 1 bis 1,5 Wochen war schon drin. Ja gut, aber dann ja. Ja, selbstverständlich. Ja, also Erektion und so, alles... Alles ganz normal, alles keinerlei Sahne. Unterschied. Ja. Wie ist es mit dem Samenerguss? Ist der genauso wie sonst auch? Der ist genauso wie sonst, nur eben, dass keine Spermien drin sind. Sieht man das, dass da keine drin sind? Nee. Also der Samen sieht so aus wie vorher? Ja, sicher. Also alles wunderbar, ne? Ja. Man kann sich an allem erfreuen. Genau. Ganz im Gegenteil. Ja. Und ich muss sagen, also die letzte Anruferin am Montag hat gesagt, ihr Mann fühlt sich nur als halber Mann. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, ganz im Gegenteil. Ja. Ich hatte sogar einen gewissen Stolz eine Zeit lang, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ja. Hat dich das sogar, ich sage es mal so, in der Sexualität sogar ein bisschen befreit? Ja, sicher. Dass du dich richtig gehen lassen konntest sicher, mit deiner sicher. Freundin, Frau? Mhm. Genau. Ja. Und du kannst es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Männer da Angst haben, nur auf halber Flamme zu laufen? Absolut nicht. Ja. Ich habe das noch nie bereut und hatte überhaupt nie ein Problem, weder physisch noch psychisch. Mhm. Nun gibt es ja noch eine Überlegung, dass vielleicht der eine oder andere sagt, so mit 25, der diesen Schritt in Erwägung zieht, ich will keine Kinder haben, aber was ist, wenn er mit 35 dann doch Kinder haben will? Das ist natürlich dann eine relativ endgültige Entscheidung, ne? Das ist ein anderes Thema natürlich, ja. Ja. Bei uns stand fest, nein, keine Kinder. Ja. Wie gesagt, ich hatte die zweite Ehe vor mir. Mhm. Und meine Frau war damals also noch nie verheiratet, mhm. aber stand fest, keine Kinder, damit war die Sache erledigt. Mhm. Wobei ich glaube, da bin ich aber nicht ganz sicher, dass man sogar, das ist dann mal ein bisschen aufwendiger, chirurgisch das wieder rückgängig machen kann. Ne? Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube irgendwas kann das man... Das wird sehr problematisch sein und also kaum klappen. Ah ja. In vereinzelten Fällen ja. Auf jeden Fall, Heinz, du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Absolut. Könntest du so aus deinem Erfahrungsbackground jedem empfehlen, der sich da vorher genügend Gedanken drüber gemacht hat? Unbedingt. Unbedingt. Dann musst du dir vorher entsprechend Gedanken machen, ja, logischerweise. Ja. Dann danke ich dir herzlich für deinen Anruf. Nichts zu danken. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. Matthias, 33 Jahre. Ja, guten Morgen, Jürgen. Morgen, Matthias. Erstmal ein dickes, fettes Lob auf deine Sendung. Danke. Und es wäre doch schön, wenn sich statt 1 Stunde 2 gehen würde. Ach, das wäre sehr anstrengend. Ja. Ja, mein Thema ist folgendes. Ich habe vor ungefähr 11 Jahren durch ein Telefonat einen Schullehrer kennengelernt, ja, mit dem ich mich auch einige Male getroffen habe, der mich auch zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag besucht hat. Ich habe damals in Hema gewohnt und der Schullehrer kam aus Menden. Der hat zur damaligen Zeit in der Schule in Menden aufgehört und hat sich mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht in der Computerbranche. Aha. Und ich habe keinen Namen, keine Adresse, nichts mehr von ihm. Und in der damaligen Zeit, wo ich ihn kennengelernt hatte, ging es mir eigentlich sehr schlecht. Mhm. Dazu muss ich sagen, ich bin Alkoholiker, seit 14 Jahren trocken. Mhm. Und ich habe vor 4 Jahren eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Ich habe früher so an Angstzustände gelitten, konnte nicht rausgehen, musste immer eine Begleitperson haben und so. Es war also sehr schlimm. Und seit 4 Jahren, wie gesagt, nach der Therapie, super. Ich habe meinen Autoführerschein nachgeholt. Ich fahre heute Auto. Es geht alles wunderbar. Mhm. Nur, was mich ein bisschen traurig macht, ist halt, dass ich diesen Kontakt zu den Lehrer verloren habe. Ich wohne jetzt in Altena. Wie kam das denn, dass der Kontakt verloren gegangen ist? Ja, wir hatten uns, das ist daher gekommen, ich hatte 3 Jahre lang in Hema gewohnt, mhm, und ich habe zur damaligen Zeit meine Wohnung verloren, weil ich da raus musste. Und ja, und ich hatte mich 4 Wochen, bevor ich ausgezogen habe, bin mit ihm noch getroffen. Und er wusste aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass ich schon eine andere Wohnung hatte. Und du hattest keine Adresse von ihm? Ich hatte eine Telefonnummer, wo aber später der Anschluss tot war. Also. Und ich weiß leider gar nichts mehr. Und es ist eigentlich traurig, dass, ja, wo es mir heute so gut geht, ich keinen Kontakt mehr, ja, mit ihm habe. Ne? Das war damals schon, würdest du es eine Freundschaft nennen? Ja, es war eine Freundschaft. Und auch eine Hilfe für dich wahrscheinlich in der Zeit, ne? Ja, also eine sehr große Hilfe. Ja. Gerade mit jemandem zusammen zu sein, also auch vor allen Dingen durch seinen Beruf als Lehrer, ja, konnten wir sehr gute Gespräche führen, ja, und auch, ich sag mal, also sehr aufgeschlossene Gespräche über viele verschiedene Themen, mhm, und es war eigentlich eine sehr schöne Zeit gewesen. So, jetzt interpretiere ich aus deinem Anruf, aus dem, was du gesagt hast, dass du diesen Mann ganz gerne jetzt auch vielleicht über diese Sendung wiederfinden würdest wollen. Ja, wahnsinnig gern. Dann sag doch mal ganz einfach den Namen. Von ihm? Ja.
Tja, den weiß ich nicht mehr. Wie, den Vornamen auch nicht? Nein, das ist schon so lange her. Ich habe immer gedacht, naja, vielleicht wird er ja mal ins Telefonbuch gucken und dass er aber... Na, das finde ich aber sonderbar. Wenn man so einen doch recht engen Kontakt zu jemandem hat, weißt du den Vornamen nicht mehr? Hängt das auch mit deiner Krankheit zusammen, dass du es vielleicht deshalb vergessen hast? Ja, das nehme ich an, weil es damals mir sehr schlecht ging. Ja, aber eigentlich müsste er, falls er jetzt zuhört oder zusieht, das aufgrund dessen, was du jetzt erklärt hast, konstruieren, rekonstruieren, dass es um euch beide geht. Ja, richtig. Ja. Auf jeden Fall, ne? Denn das ist ungefähr jetzt so 11 Jahre her und er wollte sich selbstständig machen und mit einem Kollegen, der was mit Computer macht und da können ja nun nicht allzu viele Lehrer von Männern in Frage kommen. Das stimmt. Und dein richtiger Name ist auch Matthias? Mein richtiger Name ist auch Matthias. Dann müsste es eigentlich jetzt gefunkt haben bei ihm, falls er dabei ist bei der Sendung. Sollte er sich melden, bringen wir euch zusammen. Ja, das wäre super. Knüpfen wir den Kontakt. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Matthias, wir tun unser Bestes. Okay. Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Peter, 48. Ah, hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Ah, ich habe schon gedacht, ich komme nie mehr dran. Jetzt bist du dran. Ja. ich rufe an wegen Sterilisation. Ja. Und zwar wollte ich mich sterilisieren lassen. Da war ich 35 Jahre alt. Mhm. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt schon eine Tochter gehabt, aus vorhergehender Bekanntschaft. Ja. Und meine jetzige Frau hat auch eine Tochter. Und da war für uns dann klar, dass mir meine Frau hat die Pille genommen und so weiter. Ist starke Raucherin. Mhm. Und da weiß man ja, dass das gesundheitsschädlich ist. Und da habe ich dann also beschlossen, mich zu sterilisieren lassen. Mhm. Habe den Urologe angerufen, habe mir einen Termin geben lassen. Und habe klipp und klar schon gesagt, dass also ich mich sterilisieren lassen will, was ich vorzunehmen habe. Ja. Da hat er zu mir gesagt, dass ich mich also zu Hause rasieren soll. Ja. Also den Intimbereich ganz ausrasieren. Ja. Und soll vorbeikommen. Ja. Da war der erste Termin. Dann hat er gesagt, er muss mich beraten, was alles passieren kann. Mhm. Also es könnte Bluterguss im Hodensack entstehen. Mhm. Und, aber das sind so die üblichen Sachen, die man bei jedem chirurgischen Eingriff gesagt bekommt, ne? Ja. Dass man auf die Risiken aufmerksam gemacht wird. Ja. Ja. Und das, was du vorhin gefragt hast, also das wäre ambulant gemacht worden, gell? Ja. Und dadurch, dass ich 35 Jahre und nicht verheiratet war, hat er zu mir gesagt, ob ich mir das ganz stark überlegt habe, ob ich nicht später mal eine andere Frau kenne und so weiter. Die will dann eventuell Kinder von mir haben und so. Und ich habe zu ihm gesagt, dass ich also dieses Jahr noch die Frau heirate und dass ich also keine andere Beziehung eingehe. Ja. Dann sagt er, ja, er würde mir nochmal 14 Tage Bedenkzeit geben. Ich soll in 14 Tagen nochmal kommen, soll das nochmal alles genau mit meiner Frau durchsprechen. Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist alles schon durchgesprochen. Wenn ich irgendwas will, dann unternehmen und dann muss das auch jetzt gleich klappen. Sagt er macht es nicht. Ja. Ich soll in 14 Tagen wiederkommen. Okay, finde ich eigentlich auch noch in Ordnung. Ne? Ja. Im vierten Tag bin ich wieder hingegangen, da hat er mir dieselbe Geschichte nochmal erzählt und kommt dann mit dem Grund und sagt, ja, es wäre auch einfacher, wenn man eine Frau sterilisieren wird, wie beim Mann. Ja, das ist das Erste, was ich höre. Ja, hat er zu mir gesagt. Ja. Und also es wäre also bei der Frau nicht so viele Komplikationen auftreten wie beim Mann. Und da ging dir schon ein bisschen der Hut hoch, oder? Ja, genau. Ja. Ja, wie ging es weiter dann? Und er hat auch gemerkt, dass ich da irgendwie ein bisschen unsicher war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber trotzdem, ich will es jetzt gemacht haben. Ich war beim zweiten Mal, habe ich mich nochmal nachrasiert. Mhm. Und er sagt dann, nein, er macht mit mir nochmal einen neuen Termin aus. Ich soll dann nochmal in 14 Tagen kommen. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, in Ordnung, wenn er es nicht macht, du kannst ihn ja nicht zwingen. Mhm. Und dann bin ich in 14 Tagen wieder hingegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, es tut ihm leid, er hat zurzeit eine leichte Grippe und da kann er jetzt den Eingriff nicht vornehmen, weil es wäre nicht steril genug, da könnte ich eine Entzündung bekommen. Mhm. Und dann bin ich also nach Hause gegangen und war total verunsichert. Tja. Also ich habe das dreimal an den Angriff genommen, habe das mit meiner Frau durchgesprochen und dann hat meine Frau gesagt, also wenn das so ein Hickhack ist beim Mann, dann lässt sie es machen. Da. Ach. Und sie hat es machen lassen? Sie hat es machen lassen, innere Klinik. Ja. Und jetzt kommt natürlich, der Urologe ist der Belegarzt von dieser Klinik. Ach, der hat das quasi bei ihr dann gemacht? Ja, ja. Er wusste aber nicht, dass das, dieses jetzt ist. Ja.
Also bei deiner Frau ist es dann vollzogen worden? Ja. Sie ist sterilisiert und du bist bis heute nicht sterilisiert? Ja, genau. Ja. Also ich glaube, das ist nun wirklich eine sehr komische Verknüpfung von irgendwelchen Undurchschaubarkeiten, die dir da widerfahren sind. Ne? Ja. Das ist nicht üblich. Ja, ich habe also den Eindruck bekommen, dass der das also bei den Männern gar nicht gern macht. Ja, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Ja, vielleicht verdient er bei den Frauen mehr Geld, wenn er das da macht, in der Klinik, irgend sowas. Das kann sein. Wie gesagt, also er ist dann mit Argumenten gekommen, dass ich mich eventuell, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet, ja. Dass ich mich eventuell von dieser Frau wieder scheiden lasse und eine andere Frau kennenlernen und will dann von dieser Frau Kind. Ja. Also Peter, bei euch ist es so gelaufen, aber das heißt nicht, dass du generell eine negative Einstellung gegenüber der Sterilisation bei Männern hast. Nein, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich habe also einen guten Freund, der ist 28. Ja. Der ist also auch gut drauf, so mit Intimschmuck und alles. Ja. Und der hat sich sterilisieren lassen und also wir haben so ganz offene Gespräche und so. Und er sagt, das ist also absolut super und absolut alles in Ordnung. Klasse, gell? Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich muss noch sagen, meine Frau kennt die Schwester, sei von der Patricia, die hat auch volles Programm drauf. Aha. Ich verstehe das jetzt. Ich erkläre das jetzt den anderen Leuten mal ausnahmsweise nicht. Die Stammzuschauer und Hörer haben das jetzt schon kapiert. Ja, einen Gruß an die Patricia. Okay. Tschüss, Peter. Ja, Anton, 23. Das ist wohl richtig. Ja, Anton. Hallo Jürgen. Hallo. Also ist jetzt ein bisschen peinlich, weil mein Thema passt vielleicht nicht so da rein. Egal. Jedenfalls geht es um meinen Bauchladen. Dein Bauchladen? Ja, ist quasi Kölns einziger Bio-Bauchladen. Ein Bio-Bauchladen auch noch? Ja, ist ein bisschen verrückt. Hier in Köln? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich bin auch der Einzige, der damit rumläuft. Was ist im Quartier Latengen hauptsächlich und auf der Ehrenstraße auch. Ja, da bin ich auch oft. Was ist ein Bio-Bauchladen? Ja, also... Das ist quasi eine verrückte Idee von meiner Familie. Das hat sich irgendwann so ergeben, weil meine Mutter, die ist sehr naturbelust und bewusst, belust ist gut. Jedenfalls, sie backt sehr gerne. Ja. Und unter anderem auch diese, kennst du ja wahrscheinlich, diese Gemüsefrikadellen. Ja, klar. Ja, und dann hat irgendjemand, ein Freund von mir, mal aus Spaß gesagt, könnten wir ja mal verkaufen, weil die echt ein Erfolg waren bei Nachbarn und bei Freunden. Aha. Ja, und dann ist dann aus Spaß ernst geworden. Aha. Und plötzlich war die ganze Familie da, weil meine Oma, die näht. Ja, du lachst. Und mein Vater kann schnitzen. Ja. Und ich kann gar nichts. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich verkaufe das Ganze. So, jetzt hast du ein, wie man das so kennt, beim Bauchladen, so großes Ding vorm Bauch halt. Ja. Und da ist eine Frikadelle. Da ist ein nicht nur Frikadellen. Nein, da sind Frikadellen, da ist etwas Geschnitztes. Da ist eine Handarbeit von deiner Oma. Ja, die habe ich am Rücken, weil die ist groß. Erzähl mal von deinem Sortiment, was da noch alles ist. Ja, wir haben Frikadellen, die haben auch alle lustige Namen. Zum Beispiel nennen wir die dann Oschi. Oschi? Oschi. Ja, Frikadelle kennt man ja, aber wer kennt schon Oschi für 1,50? Oschi hört sich gut an, ja. Und, was noch? Sesambrötchen, ja. Gemüsetaschen, also so ähnlich wie die Frühlingsrolle. Dann haben wir die Honigbrezel. Ja. Und benutzen dann, meine Mutter benutzt auch so Gewürze wie Fenchel, Koriander, Ingwer. Und das Lustige ist, was sich dann leider erst im Nachhinein rausgestellt hat, die Sachen haben dann auch noch eine medizinische Wirkung, sag ich mal. Nämlich? Und zwar wirken die bei Verdauungsstörungen. Weil das sind alles alte Hausmittel, die wirken antibakteriell. Aha. Und ihr mischt da noch ein bisschen Haschisch rein? Nee. Das hat dann noch eine Wirkung. Das ist aber eine klasse Idee. Sag mal, ein Oschi, wie teuer ist ein Oschi? 1,50. Geht, ne? Kann man auch noch mit Sesambrötchen dazu bekommen und meistens gibt es noch ein Holzfigürchen dazu, weil es gibt noch wenig Kunden so. Nun gibt es ja, was in diesem Lebensmittelbereich auch eine gute Sache ist, finde ich, sehr viele strenge Gesetze in Deutschland. Man darf ja nicht einfach so losgehen und Oschis verkaufen, ne? Du musstest doch da bestimmt eine Genehmigung haben, oder? Ja, das mit der Genehmigung ist halt so eine Sache. Deshalb läuft das Ganze auch zwar unter dem Namen Munke. Munke? Munke, ja. Und das ist aber nicht unser Nachname, sondern wir haben uns einfach gedacht, wir versuchen es mal. Und mein Vater kümmert sich darum, wenn das Ganze läuft. Und jetzt sind wir aber bald soweit. Das bei plus minus null ist jetzt, ne? Also ihr macht das noch schwarz quasi? Ja, das schon. Da pass auf, irgendwann, also so schnell, ganz schnell werden die euch haben. Glaubst du? Ja, das glaube ich, wenn du durch die Stadt läufst und vor allen Dingen jetzt nach diesem Gespräch hier auch noch. Ja, die Sachen, also okay, ich gebe zu, vielleicht habe ich mir auch ein bisschen Werbung so erhofft. Nein, aber ich meine, das ist doch wahrscheinlich kein großes, ich weiß nicht, wie man das macht, aber dass du da irgendeinen Gewerbeschein oder was man da beantragen muss, weiß ich nicht, dass du zu... Ja, ich habe mir da noch nicht so die Gedanken drum gemacht. Die Leute freuen sich auch, wenn, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das verkaufe, ich unterhalte die Leute auch. Ja.
und kann viele Gespräche führen und sag mal, am Anfang sind die noch sehr skeptisch. Aber den Leuten schmeckt's dann. Ja, okay. Am Schluss sagen sie dann mit dem ganzen Drumherum den Service und dann kriegen sie noch ein Figürchen für die Kinder oder so. Und da wandert der Anton durch die Innenstadt von Köln. Ja, also nicht so oft wegen der Schule, aber oft genug. Also wenn wir uns demnächst irgendwo sehen, dann werde ich dich sicher erkennen an deinem Bauchladen. Ja, demnächst vielleicht auch mit naturbelassenem Joghurt. Na wunderbar. Alles klar. Anton, danke für den Anruf. Tschüss. Gisela, 38. Hallo ja. Gisela. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Gisela. Ui, es piepst, aber egal. Wir fangen mal an. Es ist ein bisschen schlecht, die Verbindung, aber was soll's. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, genau. Ja, ich habe angerufen aufgrund des Themas von vorige Woche Freitag, sprich Vollmond. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mich kennst aus der Januarsendung, die Frau, die Ehefrau mit dem Pornoheftchen. Die tolerante Ehefrau. Die Ehefrau mit dem Pornoheftchen. Ja. Sprich Hochzeitstag. Es dämmert so. Ja, es dämmert. Naja, ich erzähle dir ganz einfach mal, was mir am Wochenende passiert ist. Ja. Vollmond hat mich irgendwie inspiriert, deine Sendung von Freitag. Ja. Und dann habe ich mir Samstag meinen Mann vorgenommen und habe ihm dann gesagt, weißt du was, ich möchte eigentlich gerne mal rausfahren mit dem Auto über Nacht. Ja. Ja, dann haben wir uns für die Teenager hier rausgeschlichen, weil wir auch einen 17-jährigen Sohn haben. Und wir sind dann ins Grüne gefahren. Ihr beide? Ja, genau. Ja. Ja, und es passierte dann auch im Grünen. Nach 22 Jahren Ehe finde ich das eigentlich ganz toll. Im Auto? Genau. Ja, aber mit Heizung, ne? Es war kühl am Wochenende. Nein, ohne Heizung. Da brauchst du keine Heizung bei. Ihr seid noch voller. Ich bin geschlagen von Ihnen, hervorragend. Also ihr seid dann irgendwo in so eine Parknische gefahren? Oder? Nein, wir sind schön in den Wald gefahren. Schön in den Wald. Wo wir früher viel spazieren gegangen sind. Ja. Aber ich habe das vor einem Jahr ungefähr auch schon mal probiert, aber da funktionierte das nicht so ganz. Wir waren sehr schlau, wir haben uns an eine Kapelle gestellt, so hinter eine Kapelle, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das ist eine ganz kleine Kapelle hier bei uns oben. In dieser Kapelle wollte ich immer mal heiraten in Weiß, habe ich nie geschafft, aber das andere wollte ich eben halt an dieser Kapelle schaffen. Ja. Und drei Viertel der Richtung habe ich auch geschafft, aber dann kam so ein blödes Martinshorn dazwischen. Das war aber nur voriges Jahr, ne? Das war voriges Jahr. Dieses Jahr seid ihr dann schlau, direkt in den Wald gefahren. Richtig. Da gibt es kein Martinshorn, da gibt es keine Zuschauer, da gibt es kein überhaupt nichts. Es ist ein riesenhaftes Waldgelände. Ja. Und habe ich gedacht, okay, versuch es halt mal da. Es hat funktioniert. Und ihr habt es euch dann sehr gemütlich gemacht im Auto? Richtig. Habt die Sitze runtergedreht? Richtig. Und dann ging es zur Sache. Richtig. Mit Licht oder ohne Licht? Ohne Licht. Ohne Licht? Ohne Licht. Wie lange dauerte der Spaß? Ja, gute Dreiviertelstunde. Ach schön. Ja, ich fand das toll. Jetzt sind wir fast schon beim Thema der Sendung morgen. Ja. Morgen heißt das Thema nämlich romantische Sexgeschichten. Ja, siehst du. Und das war doch sicher sehr romantisch. Ja, das war ganz toll, fand ich das. Es hatte aber einen Zusammenhang mit dem Vollmond. Oder richtig. War das nur so ein... Richtig, wir hatten voriges Jahr. Als wir in dieser Kapelle standen, auch Vollmond. Ja. Macht dich der Vollmond geil? Ja, mich nicht, aber mein Mann fängt nach dran rumzugeistern. Und dann habe ich gedacht, bevor er hier in der Wohnung anfängt zu geistern, nimmst du dir und lässt ihn einfach mal mit dem Auto fahren. So, dann wart ihr bei dem Auto, habt es da getrieben miteinander? Ja. Und dann, was dann? Seid ihr dann nach Hause gefahren danach? Nein, wir sind noch ein bisschen spazieren gefahren, wir haben uns unterhalten, wir haben uns Musik angehört und wir sind dann morgens gegen 4 Uhr wieder hier eingetrudelt. Gegen 4 Uhr erst? Ja, richtig. Wir sind um 12:30 gestartet nachts, waren um 4 Uhr wieder hier und unser Sohn war natürlich noch auf, ist ja ganz logisch, der muss auf die ganzen aufpassen. Wieso kommt ihr jetzt erst nach Hause? Hat ja, genau. Wo wart ihr? Ja, wir also ich denke, man ja, von wegen, ne? Wenn man so lange verheiratet ist, denke ich, ist das eine schöne Story, ne? Richtig. Schönes Erlebnis. Mal auf die Betriebsfete zurückzukommen, die Betriebsfete gab es tatsächlich. Die gab es auch. Aber das war für uns nur eine Ausrede. Liebe Gisela, das ist eine schöne Story-Geschichte gewesen zum Thema Vollmond.